Herzlich willkommen zu unserer Projektarbeit EMAL-ROB in Informationstechnik. Wir sind zwei Studenten aus der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft, die sich in einem Teilprojekt mit den Encodern des EMAL-ROB beschäftigen. In diesem Projekt EMAL-ROB, welches 2017 an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft mit Fischertechnik und einem ISP32-Mikrocontroller angefangen hat, wird das Ziel verfolgt, Schüler für die Mechatronik zu begeistern. Dabei handelt es sich um einen Malroboter, der mithilfe einer grafischen Programmierumgebung angesteuert werden kann. Der Programmcode kann in Kodi++ mit Hilfe von logischen Bausteinen erstellt werden, die dann selbstständig in C++ übersetzt werden, um den Roboter anzusteuern. Das Potenzial des Projekts erschließt sich dadurch, dass in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule der Einsatz des sogenannten EMAL-ROB gelehrt wird. In diesem Teil der Projektarbeit wird sich ausschließlich mit dem Encoder-Teil beschäftigt. Zur Problemstellung: Der Roboter wird durch zwei individuell ansteuerbare Antriebe bewegt. Problem dabei ist, dass es fertigungsbedingt Abweichungen geben kann, weshalb keine präzise Ausführbewegung möglich ist. In vorherigen Teilprojekten wurden Encoder-Motoren integriert, welche dem Mikrocontroller über Signalimpulse Drehrichtung und Drehposition mitteilt. Bei der bestehenden Encoder-Steuerung liegen derzeit noch Probleme beim Anfahren und Abbremsen des Roboters vor. Die Probleme zeigen sich dadurch, dass der Roboter während den Abbrems- und Anfahrvorgängen zur Seite schwenkt. Zur Aufgabenstellung: Zunächst soll mit der bereits existierenden Encoder-Steuerung experimentiert und das Encoder-Signal eingelesen werden. Die bestehende Encoder-Steuerung soll optimiert werden, sodass das momentan bestehende Problem der Drehung nach rechts oder links beim Anfahren und Bremsen behoben wird. Dabei soll insbesondere darauf geachtet werden, dass der Roboter nicht zu schnell beschleunigt und abbremst, sodass keine Verfälschung der Position durch ein Durchrutschen der Räder entsteht. Wenn die Encoder-Steuerung optimiert ist, soll die Reproduzierbarkeit der Steuerung überprüft werden. Hierzu soll der Roboter eine gerade Linie über die gesamte Platte fahren und anschließend auf der gleichen Linie zurückfahren. Dabei sollten Start- und Zielpunkt so präzise wie möglich übereinstimmen. Die neue Encoder-Steuerung soll anschließend in Kodi++ integriert werden, sodass sie so einfach wie möglich von Schülern bedient werden kann. Weiterhin soll die Steuerung für andere Projekte, wie beispielsweise den Wiederfinden der Ladestation, verwendet werden können. Kurz zum Stand der Technik. In den letzten Semestern gab es schon mehrere Projekte am EMAL-ROB. Inzwischen ist der Roboter durch die grafische Programmiersprache Kodi++ per Remote-Zugriff programmierbar. Man kann den Roboter über seine zwei Motoren auf der Ebene steuern und den Stift nach oben und unten bewegen. Zur Anzeige der IP-Adresse des Mikrocontrollers gibt es ein kleines OLED-Display und für die Stromversorgung wird eine Powerbank verwendet. In einem vorausgehenden Projekt wurden bereits Encoder an den Rädern befestigt und eine Encoder-Steuerung entworfen, sodass die Bewegung des Roboters noch präziser gemessen werden kann. Die Encoder funktionieren, wie in dieser Abbildung zu sehen ist, nach einem Lichtschrankenprinzip. Man erkennt eine gelochte Kunststoffscheibe, die sich in einer Lichtschranke dreht. Durch die Anzahl der Lichtimpulse innerhalb eines Zeitintervalls kann die Drehgeschwindigkeit beider Räder bestimmt werden, sodass die Motoren geregelt werden können. Dadurch werden Probleme mit unterschiedlichen Reibungskoeffizienten von beiden Motoren und Rädern behoben. Nun zu den wichtigsten Punkten unserer Anforderungsliste. In den Bereich physikalisch-technische Funktion gehört es zunächst, dass wir ein Durchdrehen oder Durchrutschen der Räder verhindern. Weiterhin dürfen Soll- und Ist-Position beim Fahren um höchstens 100 mm pro Meter Fahrstrecke abweichen. Die Idealvorstellung liegt bei 10 mm pro Meter Fahrstrecke. Die maximale Abweichung der beiden Encoder vom Sollwert darf bei höchstens 5 Encoder-Inkrementen liegen. Ideal wäre natürlich ein Inkrement oder gar keine Abweichung. Der Stromverbrauch soll keinesfalls mehr als 1 Ampere betragen. Die Idealerfüllung haben wir als 0,5 Ampere gewählt. Für die maximale Prozessorlast des ESP32 haben wir uns vorgeschrieben, dass diese nicht über 50% liegen soll. Gerade für Regler sind natürlich niedrigere Prozessorauslastungen von 30% oder 5% deutlich besser. Zusätzlich müssen wir mit allen mechanischen Gegebenheiten auskommen, die der Malroboter aktuell aufweist. Der Bereich Technologie enthält vor allem unsere Anforderungen bezüglich des Abgabetermins und der Abschlusspräsentation, die allerdings noch nicht genau feststehen. In den Bereich Wirtschaftlichkeit gehört als Anforderung eine offen zugängliche und frei verwendbare Dokumentation. Zuletzt zu der Kategorie Mensch-Produkt-Beziehungen.
Hilfreich für die Anwendung der Software von anderen Personen ist ein kurzes Vorstellungs- oder Erklärvideo zur Beschreibung der Funktionen. Veröffentlicht werden soll das Projekt nach Abschluss über eine Webseite auf dem HIT-Server. So viel zu unserer Kurzvorstellung des Encoder-Projekts. Für Fragen stehen wir nun gerne zur Verfügung.